Oh, jetzt aber mal ganz fix. Ganz, ganz fix. Was haben wir denn hier? Es ist wieder ein Ilf-Signal einer Minenkolonie. Sie haben wieder diese unbekannte Seuche, aber wir haben ja unseren Enki dabei. Komm, du hast das schon mal gemacht, du machst das nochmal. Und es funktioniert scheinbar auch wieder super. Okay, sehr schön. Also dieselbe Meldung wie letztes Mal. Wir machen mal die Tür da wieder zu. 203 Scrap, das ist eine ganze Menge. Vielleicht sollte ich mein Schiff doch noch ein kleines bisschen ausbauen, dann, wenn wir schon so weit sind. Das kostet 100. Die 100 haben wir jetzt. Oh, awesome. Ja, bitte. Zack, mehr Schilde. Wir haben jetzt ein Dreier-Schild. Da müssen die Gegner erstmal durchkommen. Bitte den Medbay so lange ausschalten. Machen wir die Raketen schon mal klar. Denn wir fliegen weiter. Auf geht's. Auf geht's. Okay, was können wir hier? Wir können Drohnenteile kaufen für Treibstoff. Nein, danke schön. Möchte ich nicht. Weiter zum Exit, die Rebellen kommen. Ganz schnell müssen wir jetzt uns hier verziehen. Aber die SL Community 2 ist ganz gut dabei gerade. Hier ist erstmal wieder gar nichts. Oh, doch, hier ist irgendwas. Ein kleines Rebellenschiff. Die aber scheinbar nur zum Transport da sind. Nein, wir werden die natürlich wieder direkt umschießen. Sowas gibt es hier nicht. Und sie versuchen natürlich wieder zu fliehen. Das heißt, hier Feuer auf die... Ja... Ach komm, nee, wenn die fliehen wollen, aber wir werden dafür keine Rakete verschwenden. Wir feuern einfach nur auf die Maschinen und gucken, ob wir die daran hindern können. Die haben ein paar Laser. Ach, die kommen eh nicht durch unsere Schilde. Wow! Die kommen eh nicht durch unsere Schilde, sag ich. Und dann zerschießen die unser Life-Support-System. Was zur Hölle war das denn? Okay. Aber es geht ganz gut voran. Wie machen die das? Wie haben die... Was? Die haben Minen. Sie haben Minen, die sie an Bord beamen. Oh Gott. Oh Gott, du bitte auch. Einmal bitte das Feuer weiter löschen. Und dann möchte ich hier die Waffen von ihnen zerstören. Denn das ist nicht gut, was sie da machen. Okay, das hat bisher ganz... Nein, nicht so. Hey, Makel, komm. Weiter. Und Ghost zurück in den Maschinenraum. Oh Gott, da ist noch eine Mine. Das ist ein bisschen schlimmer, als ich das erwartet hätte, ehrlich gesagt. Sie versuchen ihre... Nein, komm. Feuer. Feuer auf ihre verfluchten... Antriebssysteme. Sie dürfen nicht fliehen. Sowas gibt es hier nicht. Sie sind wieder kaputt. Sehr gut. Komm, die Hülle hat nicht mehr viel. Wir können die zerstören. Völlig problemlos. Einfach... Ja! Vom Himmel geholt. Geht doch. Eine Antipersonendrohne. Okay, das bringt uns nichts, weil wir haben immer noch keine Drohnenkontrolle. Aber 29 Scrap schon wieder. Also wir kriegen hier gerade wirklich verdammt viel Scrap zusammen und können... Ich möchte in den nächsten Sektor. Ich habe hier... Nee, nochmal hin und her ist eine blöde Idee. Okay, ein Rock-Sektor oder ein Piratensektor. Ich fliege in den Piratensektor. Da waren wir dieses Spiel noch nicht, diese Session. Also in den Piratensektor. Auf, was haben wir da? Eine isolierte Region, die ins Chaos gestürzt ist seit dem Start der Rebellion. Hier sind natürlich Piraten überall, deswegen ist es auch ein Piratensektor. Und ja, da unten ist ein Distress. Wenn wir hier so lang fliegen, das wird ein bisschen knapp zeitlich vielleicht. Aber nein, ich möchte das machen. Wir fliegen zum Hilfsbeacon. Also zum Beacon, wo sie uns helfen wollen. Okay, nein, wo wir helfen sollen. So. Und es kommt aus einem Asteroidengürtel. Das, ja, okay. Try to shield their ship. Okay. Die wollen also Hilfe, denn ihre Schilde sind kaputt. Okay, wir können jetzt entweder, ja, sie da lassen oder versuchen, sie mit unserem eigenen Schiff zu schützen. Wir haben drei Schilde. Also drei Schildpunkte. Ich hoffe, das reicht. Okay. Wir kriegen ein paar Treffer. Aber warum kriegen wir Treffer? Wir haben noch drei Schilde. Also wir kriegen 5 Treibstoff und 46 Scrap. Das ist ja super. Für ein bisschen Schaden an der Hülle kein Problem. Aber warum kriegen wir überhaupt Schaden an der Hülle für sowas? Das ist ja wohl lächerlich. Na gut, ich fliege mal hier lang. Nehmen wir direkt den weiteren Weg und... Auf geht's. So, was haben wir hier? Wir finden ein Piratenschiff, das versucht, ein Zivilistenschiff zu zerstören. Wir werden natürlich den Zivilisten helfen, ist ja klar. Okay. Feuer frei. Eine Rakete bitte in die Waffen rein und dann mit dem Laser auf die Life Support Systems. Immer drauf da. Ich hoffe... Oh, die haben auch 4 Waffen. Das ist immer schlecht. Warum haben die jetzt so gute Waffen? Weil wir so gute Schilde haben, oder was? Eieiei. Ah, ihre Waffen voll erwischt mit der Rakete. Okay. Oh, unsere Schilde sind gerade von EMP getroffen worden. Das ist natürlich nie so schön. Komm, Life Support einmal. Ja, wir haben sie einmal getroffen. Das ist gut. Dann können wir jetzt weiter ihre Waffen beschießen.
Aber unsere Schilde sind wieder gut dabei, ja. Sie halten auch. Noch halten die Schilde. Sie haben scheinbar nur Energiewaffen und wir haben wieder ihre Waffen getroffen. Solange sie also nicht zu viel Schaden machen, gleichzeitig um unseren Schilden... Oh, dieser AMP-Schuss immer. Da geht immer ein komplettes Schild von weg für eine gewisse Zeit. Man sieht das hier unten. Für zwei... Das sind keine Sekunden, oder? Zwei Zyklen oder wie auch immer man das nennen will. Ah, verfehlt. Also im Prinzip können die einen unserer Schilde immer ausschalten, einen unserer Schildpunkte. Aber die Schilde laden sich sehr schnell wieder auf, denn unser D-Clan, der ist schon ziemlich gut dabei. Der kann das inzwischen richtig gut. Auch Review sammelt weiter Erfahrung an den Waffen. Und zwar ziemlich gut Erfahrung an den Waffen. Das ist wunderschön. Ha, und da haben wir wieder die Waffen getroffen. Puh, komm, weiter. Oh, 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 die Schilde. Oh, das ist nicht schön, was die da machen. Aber langsam aber sicher kriegen wir sie klein. Wir brauchen echt bessere Waffensysteme. Ich möchte nicht meine Raketen dafür verschwenden, ehrlich gesagt. Oh, oh, die Schilde sind... Ah, die Schilde halten. Okay, sie halten. Das geht noch, das geht noch. Kein Problem. Auch mit zwei Schildpunkten kriegen wir das wohl gelöst. Irgendwie. Sonst muss ich zur Not muss ich nochmal eine Rakete verschießen. Meine Güte. Und langsam habe ich das Gefühl, wir müssen nochmal eine Rakete verschießen, weil wir kriegen die einfach nicht klein. Unser Laser kommt gerade so durch deren Schilde durch. Ich brauche wirklich mehr Laser. Ah. Komm, jetzt muss doch... Oh, oh. Ihr Laser ist auch noch mit bereit. Alle vier Waffen sind bereit. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Schaden an den Schild... Nein. An den Waffensystem. Kommen wir vorher nochmal eine Rakete drauf. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Wir können sie immer noch wieder abbrechen, wenn wir jetzt die Waffenbänke treffen. Wir haben die Waffenbänke getroffen. Das heißt, wir werden die Rakete nicht verschießen. Wir können sie erstmal bereit machen. Wie wäre es denn damit? Wir haben ja die Energie, die notwendige. Und zur Not können wir das Ding dann noch verschießen. Aktuell sieht es ja ganz gut aus. Oh Gott. Komm, Feuer. Mit unserer einen kümmerlichen Waffe, was die wohl denken. Kommen gar nicht durch unsere Waffen durch. Na komm. Kanonier Refuse. Du hast es doch drauf. Wir können dich mal eigentlich gerade hier in den Medbay schicken. Ach nee, Medbay ist gerade eh nicht mit Energie versorgt. Könnte man eigentlich für... Ach komm, wir schalten die Raketen so lange wieder aus. Das geht schon. Können wir dann mal heilen lassen. Kein Problem. Du bist ganz gut im Moment in den Engines dabei und am Lernen. Das heißt, da würden wir bald auch einen sehr, sehr guten... Da ist er! Ha! Er hat einen Rang gekriegt. Er ist jetzt besserer Ingenieur. Das heißt, wir kriegen 4 Evade dazu scheinbar. Das ist doch schön. Und... Oh, und unser Mantis ist an den Schilden auch weiter aufgestiegen. Was bringt uns das? Nochmal 20% schneller. Oh, das ist super. Oh, wir treffen gerade nicht mehr gut. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, komm. Jetzt muss da mal, dann schießen wir halt doch noch eine Rakete rein. Jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Feuer. Geht doch. Mein Gott. Okay, wir finden auch direkt eine Rakete nochmal wieder und 37 Scrap schon wieder. Das ist so viel. Und noch, oh, noch mehr. Eieieiei. 200 haben wir fast schon wieder. Das kostet 180. Ja, ne? Was mache ich denn jetzt am schlauesten? Ich glaube, ich warte erstmal. Wir können natürlich zum Beispiel sowas machen, die Sensoren verbessern für 25. Dann sehen wir, was auf dem gegnerischen Schiff so abgeht. Ist eigentlich nicht schlecht. Oder unsere Engines mal ein bisschen, dann kann man eine erhöhte Ausweichchance. Eigentlich könnte man mal ein bisschen was tun noch hier auf unserem Schiff. Wir sind zum Beispiel immer noch sehr schlecht dabei, was unsere... Tja... was unsere Crew angeht. Also wenn jetzt mal irgendwas passiert auf unserem Schiff, also wenn die sich rüber teleportieren oder so, ist das nicht so gut. Auf der anderen Seite möchte ich auch gerne neue Waffen kaufen, wenn wir irgendwie mal einen Store finden. Deswegen, ich werde mal da hinten rumfliegen. Ja, fliegen wir direkt hier hinten rum. Ich möchte einen Waffenstore finden, das wäre super. Oh Gott, ein Asteroidenfeld. Das ist schlecht. Ein Rebellen-Scout. Und er hat sich getan, das ist ja schon mal super. Aber den komischen Scout, der hat ja nicht mal Schilde, immerhin. Komm. Die Asteroiden werden wir ja wohl mit unseren Schilden halbwegs abhalten können. Jetzt enttarn dich wieder, du Mistviech. Wie kann er sich denn tarnen? So, geht doch. Okay, dann der ist mal hier direkt auf das... Oh, die haben Raketen. Oh, Crap, die haben Raketen. Oh Gott, sie haben unsere Sensoren erwischt. Makel, los. Arbeite an unseren Sensoren. Ah, wir haben ihre Waffen erwischt, aber unsere Waffensysteme wurden auch getroffen.
Hahaha, die haben keine Schilde, die werden von den Asteroiden zerstört. Die Nappels. Oh, ihre Rakete hat nicht getroffen. Ein Glück. Ein Glück. Komm, weiter reparieren da. Du kannst auch mal wieder weiterhelfen. Und unseren Laser wieder breit machen. So, weiter auf die Waffensysteme. Die schießen mit drei. Oh, die Lebenserhaltung. Die Lebenserhaltung ist ausgefallen. Alle in die Lebenserhaltung. Das muss schnell repariert werden. Sonst kriegen wir hier Probleme. Sonst kriegen wir ganz schlimme Probleme. Aber ihre Waffen sind zerstört. Sehr gut. Ah, erwischt. So, was gibt's dafür? Mehr Scrap, mehr Raketen, mehr Drohnenparts. Immer schön. Reparatur wäre auch mal nicht schlecht. Wir werden mal da unten lang fliegen und hoffen, dass wir vielleicht auch noch irgendwo Reparatur finden. Okay, Asteroidenfeld. Ja, komm, wir gucken einfach mal rein und es ist nicht da. Okay, das ist interessant. Schön. Jetzt überlege ich gerade. Das kostet 180. Plus 50. Ja, noch ein bisschen mehr Scrap und wir können unsere Schilder auf die vierte Stufe bringen. Das wäre ja nicht schlecht. Ich möchte gerne, glaube ich, hier unten. Ja, wir erkunden noch ein bisschen. Ich brauche irgendwie sowas wie einen Shop oder Reparatur oder irgendwie sowas, wäre nicht schlecht. Okay, wir haben eine Station gefunden. Eine angegriffene, angeschlagene Station. Und die scheint verlassen zu sein. Wir bekommen allerdings Lebenssignale, schwache Lebenssignale. Wir können also nach Überlebenden gucken. Ja, komm. Gucken wir mal. Nein! Wir verlieren einen Crewmember. Nein! 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 Wer ist... Oh Gott, nein! Unser Mantis ist weg. Verdammt! Wir haben einen Crewman verloren und damit unsere verdammt guten Schilde. Jetzt muss wohl Makel das Ganze ausfüllen und an den Schilden weiterarbeiten. Er kommt ja schon mal von da, immerhin etwas. Er hat sich schon mal ein kleines bisschen da eingearbeitet. Aber schön ist das natürlich nicht. Ich hätte nicht dieses Risiko eingehen sollen. Das war wahrscheinlich ziemlich blöd. Was haben wir eigentlich davon, dass Snizzle ein guter Pilot ist? Okay, mehr Ausweichchance. Okay. Ja, da ist ein Hilferuf. Da könnten wir eigentlich... Ja, komm, wir fliegen auch zu dem Hilferuf. Es könnte doof sein, aber hey, wir müssen Entscheidungen treffen und wir müssen halbwegs schnell Entscheidungen treffen. Was haben wir denn da? Das Hilfssignal nahe einem Asteroidengürtel und wir finden ein Schiff mit Piratensignalen. Okay, das zwischen zwei großen Steinen eingequetscht ist. Die scheinen da irgendwann mal illegal, ja, Zeug abgebaut zu haben. Okay, wir versuchen einfach mal das Schiff halbwegs herauszukriegen. Okay. Ha, wir haben sie befreit. Okay, und sie geben uns dafür zwei Raketen, einen Drohnenpart und 27 Scrap. Das ist doch schon mal schön. Dann fliegen wir jetzt zum Exit. Da wird uns ja wohl nichts passieren. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwas Sinnvolles finden. Piraten. Zwei Schiffe. Das eine verfolgt das andere und das eine ist ein Pirat. Wir helfen natürlich wieder dem Zivilisten. Wow. Okay. Das ist groß. Das ist furchtbar groß, das ist nicht gut. Und die haben einen Haufen Waffen. Alles auf die Waffen bitte, aber ganz schnell. Oh crap. Oh crap. Feuer. Feuer frei, Refuse. Aber ganz schnell, oh Gott. Okay, ihre Waffen wurden leicht getroffen. Ich möchte bitte weiter mit Raketen schießen. Das ist mir nicht geheuer, dieses Ding. Das sieht sehr gefährlich aus. Ja, wir haben sie nochmal erwischt. Ja, wir haben auch das, ihre Schilde. Die haben ziemlich starke Schilde. Das heißt, wir sollten vielleicht mal auf die Schildgeneratoren schießen. Komm, Feuer. Schildgeneratoren, bitte treffen. Ja, sehr gut. Und jetzt mit den Lasern hinterher auf die Waffen. Sehr gut. Jetzt können wir vielleicht nochmal weiter die Schilde zerstören. Wenn wir die Schilde ganz ausschalten, kommen wir nämlich super mit unseren Lasern durch. Das war schon mal gut. Nein. Oh, und dann verfehlt der mit seinen Lasern. Komm, wir schalten die Rakete erst einmal wieder ab. Beziehungsweise laden sie erstmal nur wieder. Und jetzt mit dem Laser bitte weiter auf die Schilde. So, die Schilde sind komplett ausgefallen. Und dann möchte ich noch einmal auf die Waffenbänke schießen, bitte. Mit dem Laser natürlich. Nur die Rakete lassen wir erstmal bleiben. So, ha, zerstört. Okay. Drei Treibstoff, zwei Raketen und 26 Scrap. Außerdem, ein Zivilist möchte gerne unserer Crew... Na klar. Immer her damit. Jose, Joes oder wie auch immer. Was sind das für ein Typ? Hallo? Was ist das für einer? Der hat ganz viel Leben. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist.
Können wir da mal irgendwie Crew und dann. Ah, okay. Er ist ein Rockman. Der ist halb so schnell, ist immun gegen Feuer und hat mehr Leben. Awesome. Dann darfst du jetzt erstmal wieder bei den Schilden arbeiten. Du kannst erstmal wieder hier zurück. Du bist nämlich eh nicht so geil bei den Schilden. Und du kannst von da auch gut, wenn irgendwo Feuer sind, die ein bisschen in Schach halten. So. Und ich weiß, ich wollte mir neue Waffen kaufen, aber ich glaube, ich werde meine Schilde nochmal verbessern. So, das kostet zwar verdammt viel, aber das ist jetzt natürlich Rums. Wir haben die besten Schilde, die da sind. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Wir kommen also sehr, sehr, sehr gut weiter. Also wir sind sehr, sehr überlebensfähig. Okay, ein Engi-kontrollierter Sektor, das ist gut. Die Engi sind nämlich eher freundlich. Das wird er mir wahrscheinlich jetzt auch sagen. Ja, okay. Die sind nämlich für gewöhnlich sehr hilfsbereit. Okay, gucken wir mal. Da ist ein Notsignal. Fliegen wir mal dahin. Gucken wir mal, was da so los ist. Mhm. Okay. Ja, wir werden von einem nahen Schiff angegriffen, scheinbar. Die wollten uns also wahrscheinlich nur verarschen. Okay, das ist schlecht. Oh, sie haben eine Angriffsdrohne, das ist nicht so schön. Dann feuern wir doch einfach mal auf ihre Waffen erstmal und gucken mal, was dabei so rauskommt. Rakete lasse ich gerade erstmal stecken. Gucken wir erstmal, wie weit wir mit den Lasern kommen. Denn ich glaube, die haben keine... Sie haben nur Laserwaffen. Das ist gut, die kommen mal so eh nicht so gut durch unsere Schilde. Oh, oh, Ding. Hier, der gute Ghost, der ist noch besser an den Engines geworden. Maximaler Level scheinbar, was? Okay, Evasion plus 10, das ist natürlich übel. Richtig übel. Kann er noch besser werden? Ich glaube fast nicht. Ah, Waffenbänke wieder getroffen. Sehr gut, immer drauf da, immer drauf. Die kommen eh nicht durch unsere Schilde, das ist also überhaupt kein Problem hier. Unser Waffenoffizier ist auch gut dabei. Und unser Pilot. Ach, guck mal, Captain Smith ist auch noch besser. Mehr Evasion. Awesome. Wir sind ziemlich gut auch noch im Ausweichen. Das heißt, Raketen ausweichen, Laserwaffen halbwegs durch die Schilde abwehren. Das müsste also eigentlich ganz gut gehen. Wir sind sehr überlebensfähig, sag ich einfach mal. Ach komm, wir schießen jetzt auf die Schilde hier. Das nervt. Oh, Mensch, musst du doch treffen. Das ist auch noch ein doppelt so großes Feld da. Sollte ja wohl zu treffen sein. Naja, die SL-Community ist ein... SL-Community 2, Entschuldigung, ist ein großes Bollwerk. Da kommt so schnell erstmal keiner durch gerade. Wir haben einfach verdammt viel Scrap gefunden von Anfang an und konnten uns damit super neue Schilde kaufen. Das war echt nicht schlecht. Wenn jetzt noch unser neuer Joes, wie auch immer, unser Rock-Schildmensch da ein bisschen... Erfahrung sammelt, dann sind wir echt ganz gut dabei, denke ich. Ah, wir treffen die blöden Schilde nicht, das gefällt mir nicht. Es wird ewig dauern hier. Kann man die Zeit vorspulen? Ich glaube nicht. Ach Gott, die können uns auch sowieso nicht. Wir haben die Schilde getroffen, immerhin. Aber die reparieren sie wahrscheinlich ziemlich schnell wieder. Na komm, jetzt Feuer! Da muss doch mal was gehen, das dauert ewig hier. Ach komm. Jetzt ist es vorbei. Einmal bitte die Rakete drauf. Und wir haben natürlich nicht getroffen, ist klar. Oh Mann. Da haben wir wieder getroffen. Das macht leider nicht wahnsinnig viel Schaden, unsere kleinen komischen Schüsschen hier. Wir brauchen einen neuen Burst Laser. Wir brauchen dringend einen neuen Laser. Komm, Lebenserhaltungssysteme. Vielleicht hilft uns das irgendwie ein bisschen weiter. Jetzt sind die ein bisschen anfälliger. Vielleicht treffen wir die auch besser. Ah, direkt ausgeschaltet. Komm, und jetzt wieder auf die Schilde. Dann können die eh nicht so schnell reparieren, hoffe ich mal. Also los. Feuer frei, Kanoneo-See. Refuse. Entschuldigung. Entschuldigung, Refuse. Ich war ein bisschen immer noch bei unserem neuen Mann an den Schilden. Unserem Rock. Ich hatte noch nie einen Rock auf meinem Schiff. Das gefällt mir. Das ist immer was Neues. Immer mal ein neues Spielgefühl. Ach komm, jetzt ist aber echt gut. Das muss auch mal wieder treffen, sonst ist kein Wunder, dass ich deinen Namen vergesse. 8 Raketen, 2 Drohnenparts und 26 Scrap, ja. Oder? Nein, nein, ich möchte die gerne zerstören. Wir werden hier nicht, die haben uns in eine Falle locken wollen. Die werden zerstört und zwar werden die völlig problemlos zerstört hier. Sowas gibt es bei uns nicht. Komm, Feuer, die können uns sowieso nichts. Und wenn wir hier noch ewig rumhängen. So, zerstört. Misttypen.
Okay, da gibt es auch mehr Scrap für, das ist schön. Scrap kann ich eher gebrauchen. Okay, ich fliege, denke ich, hier unten rum. Das ist mir sicherer als da oben, wo ich vielleicht nicht hier durchkomme. Weiß nicht, was die Drohne da immer noch macht, aber gut. Oh, ein Bomber. Ein Energiebomber? What?